Also ich finde, Fast Forward Science ist eine super Möglichkeit, um sich mit der wissenschaftlichen Community zu vernetzen. Mit Leuten, die gerne und gut Videos auch machen im Bereich Wissenschaft. Und ja, also für mich echt eine super Sache. Wir haben aber eins gesehen in dem Video. Vielleicht können wir uns das als Standbild gerade nochmal angucken. Und zwar bei der einen Situation hat es da so eine Klappe hingehalten. Ja. Da steht dann drauf, vielleicht können wir gerade mal gucken. Szene 1. Take 241, hat das wirklich so lange gedauert? Nee, es waren 242. Nein, das habe ich bei mir tatsächlich in der Küche gedreht. Ich habe einfach einen Greenscreen hingestellt und das war eben, also ich kann mich ja nicht selber duplizieren, ich habe ja keine Klone bei mir im Schrank hängen. Deswegen, nee, wirklich nicht, musste ich halt mehrfach mich selber aufnehmen und habe es dann später am Computer zusammengefügt. Jetzt haben wir den einen oder anderen hier ja auch, der sagt, ah, so, das wäre was für unsere Institut-Homepage. Was würdest du denen empfehlen, macht ein gutes YouTube-Video aus? Die Frage gibt es immer. Und es gibt leider nicht die eine Antwort darauf. Das hat man auch vorhin in dem einen Seminar schon gehört. Es sind du viele hast dreimal jetzt gewonnen. Das heißt, irgendwas machst du ja richtig. Ja, also ich hoffe, dass meine Videos vor allem unterhaltend sind und es schaffen, die Faszination für dieses Thema zu transportieren. Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin kein Physiker. Ich habe also von den inhaltlichen Sachen, muss ich sagen, keine Ahnung. Sondern ich brauche auch einen Experten, der mir das erklärt. Aber ich fand das Thema faszinierend und ich hoffe, dass das halt in dem Video auch transportiert wird. Dass andere sich von dieser Faszination, dieser philosophischen Frage anstecken lassen. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Videos auch, dass man sie gerne gucken muss. Das heißt, es ist ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen, was ist der Kern einer Geschichte und wie kann ich den so umsetzen, humoristisch auch, dass es jemand anderen interessiert.